Wähle einen Charakter zum Anpassen. Wähle einen Schrottwagen zum Reparieren. Yes, wir haben den ganzen Sommer daran geschraubt. Lass mich fahren. Ja, okay, okay. Aber mach langsam, soll ja nichts kaputt gehen. Mal sehen, was in dem Wagen drin steckt. Gib Vollgas. Wow, echt schnell, yes. Da kommt eine Kurve. Ich seh's. Willst du fangen mit denen? Kurve, Kurve, Kurve! Zum Glück habe ich das Handling raus. Gib's zu, du dachtest, wir kriegen die Kurve nicht. Halt die Klappe und teste das Nitro. Wäre doch Verschwendung, wenn wir die Pferdestärken nicht nutzen. Ich liebe den Geruch von Nitro. Und es wird nach Sieg riechen, wenn wir über die Ziellinie kommen. Das nenne ich mal Selbstvertrauen. Natürlich. Der Wagen ist echt krass, Jess. Die monatelange Arbeit hat sich gelohnt. Wir haben der Szene so lange zugesehen. Kaum zu glauben, dass wir endlich selbst mitfahren. Das an. Die ganze Straßenrennszene von Lakeshore ist hier. Zeit zum Spiel. Endlich. Wir sitzen nicht mehr auf den Zuschauerplätzen. Unser Schmuckstück hält gut mit. Hättest du je gedacht, dass wir sowas machen? Als wir nur daneben standen und zugesehen haben. Hab immer davon geträumt. Wir zwei, der Wagen, gemeinsam auf den Straßen. Das ist Freiheit. Wie tiefgründig. Sonst klingst du eher wie, gib mal den Schraubenschlüssel, Bro. Ist der Wagen. Thank you.
Kaum zu glauben, dass das mal einer von Rydells Schrottwagen war. Was hat er sich nur dabei gedacht, den Wagen verrosten zu lassen? Er wollte dran schrauben, hat's aber nie geschafft. Wenn er ihn so sieht, wird er komplett ausflippen. Geben wir alles für Rydells Rides. Machen wir die Werkstatt berühmt. Scheiße, hier sind Cops. Wo kommen die denn her? Stevenson soll ihre Köter auf echte Verbrecher hetzen. Oh, die sind schnell. Schüttle sie bei der Brücke ab. Gesehen. Alles Reflexe. Du hast Reflexe? Aber ernsthaft, du bist echt gut gefahren. Gut, geschraubert. Wirklich. Hake ist nicht bereit für uns. Ihre Worte. Wessen Worte? Die der Straßenrennen-Community. Wir trennten voll. Was? Jetzt schon? Ein kurzer Weg zum Ruhm. Wir sind gleich bei der Brücke. Tritt aufs Gas. Scheiße, ist das. Das gefällt mir nicht. Wie werden wir die sonst los? Hey, Lakeshore! God damn, how real is this? I know. Yes, ich kriege hier 1000 Nachrichten über dieses Treffen in den Heights heute. Wie gesagt, es geht um echt viel Kohle. Das ist unsere Chance, yo. Krass. Was sagst du dazu, Boss? Sie klingt umwerfend. Und riecht auch richtig gut. Ich liebe einfach den Duft von Benzin. Das erklärt einiges. Muss schon sagen, was ihr aus dieser Schrottkarre gezaubert habt, ist heftig. Glaub mir, damit machen wir Lake unsicher. Ah. Was? Ist alles eingetragen? Klar. Und ich bin LeBron. Ich will dir das Rennfahren nicht verbieten. Ich weiß, wie sich das anfühlt, dieser Need for... Naja, du weißt schon, dieser... Need for... Need for... was? Zu viel Benzin geschnuppert. Tut mir einfach einen Gefallen. Fahrt bitte nicht mit diesen Arschlöchern aus Cyril Heights. Warte, bist du nicht von da? Ja, und darum weiß ich auch, was diese Arschlöcher vorhaben. Sicher nichts Gutes. Rydell, du hast immer gesagt, dass ich Leute gut einschätzen kann. Das habe ich nie gesagt. Was? Traust du mir nicht? Gewinnt einfach, okay? Woohoo! Hey, ich meine das ernst. Nicht nur reden, sondern gewinnen. Lass uns loslegen, denn heute Nacht geht es um alles. Sie braucht nur noch einen Namen.
sieht's jetzt mit meiner Gehaltserhöhung aus? Wenn du noch ein paar Wagen von Kunden tunst, vielleicht. Welche Kunden? Hey, wir starten endlich so richtig durch. Demnächst bringen ein paar neue Kunden ihre Autos vorbei, wenn du es genau wissen willst. Die wollen diese gewisse Rydell-Magie. Die Jasmine-Magie. Die Werkstatt-Magie, ja? Ganz genau. Hey, Rydell. Hey, Kiddo. Wie ist die Lage da draußen? Wir sind gerade erst los, also entspannt. Hey, Rydell, kennst du einen Ort, wo man in den Heights gut essen gehen kann? Ich hab gesagt, nicht in die Heights. Alles Arschlöcher da. Alles klar. Wir suchen uns einfach was, wenn wir da sind. Vielleicht braten wir uns ein Steak über einer brennenden Mülltonne. Hey! Sie macht Witze, nur Witze. Machst du doch, oder yes? Na klar, total. Yo, erstes Rennen. Bereit? Bleib einfach locker, okay? Wir sollten wenigstens so aussehen, als wüssten wir, was wir tun. Sonst hängen die Pros nicht mit uns ab. Okay, okay. Ich meine, wir sind gut genug, richtig? Unsere Karre sollte unseren Ambitionen entsprechen. Sie sollte gut aussehen. Es geht um mehr als nur den Sieg. Blamieren wir uns nicht. Bleib einfach bei mir. Ich weiß, was läuft.
Bürgermeisterin Morgan Stevenson unterstützt den Wiederaufbau von Lakeshore. Denn eine Stadt ist nur so stark wie ihr Fundament. Morgan Stevenson ist dieses Fundament. Finanziert von Waterside Construction. Wir machen Lakeshore wieder groß. Einen Firmensitz nach dem anderen. Na toll. Mehr Tech-Milliardäre. Das hat Lake noch gefehlt. Wow. Sonst sind bei diesen Treffen nie so viele Leute. Du solltest jetzt besser voll konzentriert sein. Ich spüre den Druck. Dann halte ich fest. Willkommen in Lakeshore. Bitte gut anschnallen. Ich pack das. Ich mach das. Ich mach das wirklich gerade. Gut so. Bleib dran. Frechheit! Wenn wir angehalten werden, behaupte ich, du hättest mich entführt. Hey, Moment mal. Scherz. Ich bin froh, mit dir im Wagen zu sitzen. Das ist schon lange fällig. Aber sag das Rydell nicht. Ihm was sagen? Genau das wollte ich hören. Dieser Anblick sollte dir bekannt vorkommen. Autsch! Doch hast du nicht gewonnen. Ernst, ja? Du wirst nicht lange vorn sein. Endlich mal ein bisschen Konkurrenz. Es war ein komisches Rennen. Da hat Style gefehlt, weißt du? Als ob du irgendwas von Style verstehen würdest. Ich lass dich das Ding nur fahren, weil du dich sonst langweilen würdest. Oh, ich hab genug zu tun. Auf der Motorhaube posieren, cool aussehen. Aber wenn ich die Rennen veranstalte, werden sie absolut episch sein. Wenn du die Rennen veranstaltest? Ich hab nicht vor, ewig in der Werkstatt zu sein, weißt du? Ich habe Ambitionen. Ambitionen, endlich Style zu finden. Ich habe immer einen Plan. Oh, daran zweifle ich nicht. Nur daran, dass du Style hast.
Wie lief's heute da draußen? Der Wagen sieht gut aus. Die Fahrerei war auch nicht schlecht. Ihr zwei scheint gut zu harmonieren. Ach ja, hast du die neuen Autos draußen gesehen? Eins davon soll morgen zum Kunden zurück und es braucht noch ein wenig Jasmine-Magie. Cool. Kein Ding, Boss. Ich kümmere mich heute Nacht drum. Achte auf Cops. Wir haben die Suche nach uns noch nicht aufgegeben. Wenn wir in den Abendnachrichten auftauchen, rastet Rydell aus. Hey, wäre doch gute PR für die Werkstatt. Und was steht jetzt bei dir an? Nach dem Rennen? Nach dem Rennen? Nein, nach Rydells. Du kannst dort nicht ewig arbeiten. Hab nie drüber nachgedacht. Ich wollte nur aus dem Pflegesystem raus. Rydells Rides ist genau der richtige Ort für mich. Er war wirklich gut zu uns. Ja, das war er. Ehrlich gesagt, der stabilste Ort, an dem ich bisher war. Aber manchmal, weiß nicht, ist da dieser Gedanke im Hinterkopf. Wir haben einen Ort. Einen guten Ort, an den wir gehören. Und wir haben einen Plan. Gewinn. Oh, wir werden gewinnen. Ohne Ende. Hey Kiddo, ist Jas da? Yo, was ist? Hast du meine Rohrzange gesehen? Die du immer Rory nennst? Genau, Rory. Wo ist sie? Hast du im roten Schrank geguckt? Natürlich habe ich da nachgesehen. Da sehe ich immer, vergiss es. Wo war sie?
Naja. Bis dann, Rydell. Du weißt, dass wir nicht in jedes Event reinkommen, oder? Für die ganz großen Rennen fehlt uns die Kohle. Genau, ich bin sehr. Nichts passiert. Kein Ding. Ich weiß ja, wie du fährst. Mein Geld gebe ich nicht her. Wenn du gewinnst, tue ich dir weh. Kein Großkopf hinter uns. Wir haben die Verfolgung der Subjekte begonnen. Wir sind auch mit dabei. Wir werden bestimmt gleich aufgeben. Verdächtige Person wieder im Blick.
breche das hier ab. So wird das gemacht. Gut gefahren. Wenn Rydell das nur gesehen hätte. Dein Ernst? Der wäre durchgedreht. Haha, du weißt, er war früher noch heftiger drauf. Rydell doch nicht. Er macht immer alles nach Vorschrift. Nur Familie zählt, Kiddo. Heute hat echt Spaß gemacht, Jess. Ich weiß nicht, ob ich schon zurück will. Also, was machen wir, wenn Rydell in den Ruhestand geht und wir zu Legenden in Lakeshore geworden sind? Weiß auch nicht. Zu allen großen Stadientouren, ausverkaufte Gigs, mich von Fans mit Trauben füttern lassen. Warum? Was hast du vor? Ist irgendwie komisch, in der Werkstatt zu arbeiten, zu sehen, was Rydell aufgebaut hat. Ich frag mich... ob ich mir sowas hier auch aufbauen kann. Das hast du schon. Und wir fahren es. Etwas Größeres als dieses Auto. Ich bin einfach froh, dass wir unser Ding machen. Ich arbeite gerne in der Werkstatt. Teile rausnehmen, Schrauben festziehen, Teile wieder einsetzen. Pizzanächte auf dem Sofa. Der Geruch von Benzin. Rydell, der uns davon überzeugen will, dass die Spins diese Saison gewinnen. Und ich bin LeBron. Du hast recht. Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden. Kein Grund zur Eile. Die Zukunft ist wie diese Straße. Hä? Sie liegt vor uns. Oh. Bäh. Schlimmer Schaden. Oh, du hast ja doch was drauf. Das tat weh! Haben Gesellschaft. Zentrale, ich fahre den Street Racern hinterher. Pass auf, ich hab dich gleich. Zentrale, Streife ist vor Ort und bereit, diesen Punk von der Straße zu holen.
Ich kann es mir leisten zu verlieren. Du auch? Streife ist vor Ort. Ich habe schon Unglaubliches gesehen. Dein Fahrstil gehört nicht dazu. Oh, du spielst also mit den Cops, hä? Huh? Hinter uns. Ich hole auf, du Clown. Strecke hier. Lass uns noch was übrig beim Ziel. Fast abgehängt. Zielfahrzeug entkommen. Abbruch. So wird das gemacht. Rydell hat mir gerade geschrieben. Hat er Rory wieder verloren? Er hat die Schlüssel für die neuen Klientenwagen verloren, an denen ich arbeiten soll. Warte kurz. Er wird ganz aus dem Häuschen sein, wenn er sieht, was ich kann. Ich fange an, wenn wir wieder bei der Werkstatt sind. Rydell! Ich habe die ganze Nacht an den Karren gearbeitet. Sehen gut aus, oder? Ja, nicht schlecht. Oh, du musst den Filter entfernen, damit das Ding ordentlich reinpasst. Los, mach schon. Nee, braucht's doch nicht.